Also andere Studenten, die ich von diesem Projekt erzähle, schmunzeln so ein bisschen erstmal, weil sie ja denken, ja, wieso willst du mit alten Leuten irgendwie zusammen wohnen? Und auf der anderen Seite, wenn sie hier erstmal gewesen sind, ja, finden sie schon schön und beneiden, dass ich hier so viel Platz habe und es schönes Ambiente hier ist. Die Studenten hier im Hause, ja, die sind jetzt hier doch so ganz gut unsere Mitbewohner geworden. Es sind ja so zwei Parallelwelten, die da nebeneinander herleben und die versuchen wir durch dieses Projekt ein bisschen miteinander zu verbinden. Also wenn man weiß, dass man so mithelfen kann, dann freut man sich natürlich auch. Ich finde das ganz gut, das erinnert einen so an die Jugend. Mein erster Blick ist immer hier auf die Tafel. Da stehen dann die Verstorbenen. Kein Schatten sein, wo man das Wasser rausbringt. Und dann werden wir die anderen zu einem Traum bauen. Und wenn ich das jetzt einpflanze, also die haben natürlich alle unterschiedliche Bedürfnisse, denke ich, an den Boden. Gibt es eine Faustregel für Meditation? Und wieder weglegen. Die Fernbedienung. Einfach weglegen. Ich habe hier ein bisschen Kies mitgebracht. Wenn man seine normale Blumenerde mit Kies ein bisschen vermischt oder mit grobem Sand, je mineralischer, das sieht kaum noch aus. Ja. Und bitte. Es gibt Pflanzen, die mediterran sind, die aber auch überwintert werden müssen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dass man dann guckt, wie winterhart die ist. Und wieder weglegen. Wir haben ja noch eine Tipptafel für unsere Zuschauer, auf der wir noch mal kurz zusammenfassen. So ist es. Ich danke dir sehr, John, für diesen mediterranen Augenblick hier in meinem Nachmittag. Jetzt nochmal draufdrücken, bitte. Heute habt ihr ja sommerliches Flair in unserem Garten gemacht. Draufdrücken. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber da kann ich gelaufen. Also, wir hoffen, dass wir es essen können, bevor es geschmolzen ist. Und zurücklegen. Das sehen wir morgen. Wir haben dich. Das ist nochmal machen, bitte. Nochmal gegen Haus und bitte. Okay, noch bitte. Einfach nur, muss gar nicht gegen, es muss nicht klopfen, sondern nur so aussehen. Und wieder weg. Und du haust mal bitte gegen und bitte. Also. Und bitte. Okay, du bist soweit und bitte. Thank you.
sagst du, blätterst du noch einmal und dann greifst du nach hinten. Und bitte. Sind nicht ganz 30 Quadratmeter mit eigenem Bad, mit Balkon und einer Küchenzeile, eine kleinere. Und ja, Möbel habe ich soweit mitgebracht. Und letztendlich gefällt es mir ganz gut. Sind einige Dinge, die man sich ja, dran gewöhnen muss. Oben zum Beispiel ist eine Reißleine oder ein Notrufschalter. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht rankommt. Also vom Studentenwohnheim war ich es eigentlich sehr gewohnt, dass dort ja verschiedene Herkunften, auch asiatische Mitstudenten waren und die haben dann nachts irgendwie gekocht, fremde Dinge irgendwie oder Gerüche waren dort ständig in der Küche. Die Hygiene war nicht so unbedingt da gegeben und ja, letztendlich ist das nicht so schlimm gewesen, aber hier hat man letztendlich doch abends ja seine Ruhe auch zum Lernen und es ist einfach, ja, man ist ein bisschen abgeschotteter. Man kann nach unten gehen im Flur, man sieht überall Menschen, auch ältere Bewohner, das ist kein Problem. Letztendlich ist es sehr harmonisch, muss ich sagen und von der Sauberkeit, es wird hier doch mehr Wert drauf gelegt und ich bin hier für meine Dinge selber verantwortlich und ja, im Studentenwohnheim hat sich keiner verantwortlich gefühlt dafür. Ja, in diesem Wohnschiff ist schon der Unterschied zwischen Studentenwohnheim, dass hier doch ja viele ältere Bewohner sind, die ja mit nicht so gut hören können, auch nicht mehr so gut sehen können und da ist es schon so, dass man ja, wenn man nachmittags oder im frühen Abendbereich kommt, dass dort der Fernseher etwas lauter gedreht ist oder die Gespräche auch auf dem Flur, wenn man sich begrüßt, die kennen sich natürlich auch alle untereinander, haben sich auch einiges zu erzählen, dann ist es schon so, dass man einiges mithört. Man kann dem aber auch ja, mit einem Lächeln entgegengehen und sagen, ja, so ist das einfach. Und dafür habe ich aber abends relativ eine entspannte Zeit. Im Studentenwohnheim war es dann wirklich zu geballten Zeiten, dass man wirklich ab 11 Uhr abends relativ wenig Schlaf bekommen hat. Und letztendlich habe ich auch schon fast herausgefunden, dass man die Menschen an ihrem Gang erkennen kann. Der eine schlürft mit den Schuhen, der andere kommt mit seinen Walkingstöcken angetrabt und manche mit Gehwagen. Also man hört schon manchmal heraus, wer auf dem Gang und wer auf dem Flur ist und das ist schon interessant. Und selbst ich glaube, ich werde erkannt durch einen schnellen Gang, den ich habe. Das wird man auch so wissen, der gehört entweder zum Personal oder ist ein Student. Das kann ich mir vorstellen, oder? Ja, wenn ich Musik habe oder Leute einlade, auch am Abend, sage ich zwar schon, dass sie etwas ruhiger sich verhalten sollen, aber es ist wirklich kein Problem, dass ich mich einschrecken müsste. Aus Vorsichts- oder Respektsgründen tue ich es natürlich. Aber letztendlich hat es auch nie, ja, ist noch nie vorgekommen, dass irgendeiner sich beschwert hat. Und das ist auch ein gutes Miteinander, denke ich, dass man das nicht ausreizt. Und das ist schon so, dass ich hier auf dem Flur mich vorgestellt habe, wie ich hier eingezogen bin. Und mit einem netten Brief haben sich viele bedankt. Und so konnte ich schon mal beim ersten Kennenlernen auch ja, Gesicht sehen, Namen mir merken. Von einer älteren Dame kriege ich jeden Tag die Tageszeitung in meinen Postkasten, das finde ich sehr nett und habe mich auch mit dem Blumenstrauß schon öfters bedankt. Ich möchte mich